Uwe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, mit Folge 20M. Eine Frage hätte ich da noch. Inspiriert wurde ich durch einen YouTube-Kommentar, der gestern unter einem meiner Videos geschaltet wurde oder gesendet wurde und in Englisch und in Deutsch verfasst wurde vom Verfasser. Eine Frage hätte ich da noch. Was geht in so manchen Köpfen vor, die kommentieren in den sozialen Medien? Wie weit ist eine gewisse Manipulation und Propaganda schon fortgeschritten, dass derartige Kommentare verfasst werden? Und wie kann man zur geistigen Gesundung dieser Menschen beitragen und sie inspirieren, die Wahrheit zu suchen, ja, sich auf die Suche nach Argumenten, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit in dieser Frage auf den Weg zu machen? Lange Frage, Folge 20. Nun zu dem Kommentar, der unter meinem Video geopolitisch nochmal zusammengefasst, Stratford University, diese Trennung Russland-Deutschland erfolgreich seit über 100 Jahren angestrebt und jetzt auch natürlich fast final beendet, erneut nach zwei Weltkriegen. Also der Wunsch der angloamerikanischen Achse, Deutschland von Russland zu trennen, habe ich vor ein paar Tagen gepostet und darunter finde ich diesen Kommentar. Ich sage auch nicht von wem. Wer Lust hat, kann das ja recherchieren oder auch nochmal kommentieren. In Englisch und in Deutsch. Ich werde euch jetzt den deutschen Kommentar kurz vortragen. An mich. Es ist gut, dass Deutschland und Russland sich nicht vereinigt haben. Slawen sind keine Weißen. Sie können den Westeuropäern, insbesondere den Briten, nicht gleichgestellt werden. Diese Welt muss von den Angelsachsen beherrscht werden, da nur sie das Recht haben, vorzugeben, wie andere niedere Länder und Völker leben sollen. Ich bin stolz darauf, dass ich Engländer bin und dass mein Urgroßvater Schwarze und andere Barbaren getötet hat. Und ich glaube, dass die Vereinigten Staaten und England sich mit diesem Problem befassen und Russland zerstören werden, damit es keine Bedrohung für Demokratie und Frieden darstellt. Ihr Lieben, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist in Englisch verfasst und danach in Deutsch. Dieser Kommentar, den findet ihr, kann ich auch das Video nochmal verlinken, unter dem verlinkten Video auf meinem Kanal. Ich habe gestern irgendwie gedacht, Augenreiben, irgendwie Scherz steht da drunter, Satire oder irgendwie, sorry, war mal übertrieben dargestellt. Nee, der meint das wohl ernst. So weit sind wir. Für mich ist das faschistischer Sprachgebrauch. Das ist die Sprache des Faschismus. Das ist Nationalismus, eher in Form eines Engländers. Nationalismus heißt, ich stelle mich über eine andere Nation und hasse andere Nationen. Das ist ein Nationalist, der hier geschrieben hat. Wenn man England und Angelsachsen mit Deutschland und Deutschen, diese Sätze hier, einfach ausgetauscht hätte, das hätten Nazis geschrieben damals. Genau das Gleiche hätten Nazis damals geschrieben. Herrenmenschen über den anderen. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass wir mittlerweile eine westliche Werte, Herrenmenschen-Mentalität in Westeuropa, Amerika an den Tag legen. Was wir denken, was wir glauben, das ist das Nonplusultra für diese Welt. Und da müssen sich alle anderen dran halten. Herrenmenschen, westliche Werte, Herrenmenschen. Ist das ein großer Unterschied zu damals? Ja, ich stelle Fragen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Es schockiert. Solche faschistischen Reden und solche Kommentare sind wieder salonfähig geworden. 2022, 2023, ausgetragener und formulierter Russenhass ist salonfähig, wird auch nicht verfolgt, glaube ich, wird nicht gesperrt auf YouTube. Da gibt es keine Automatismen, wenn man gegen Russenhass, Hassreden schwingt, dass man sofort gelöscht oder verwarnt wird. Dann doch eher so ein Schattauer, so ein Friedensaktivist, der 89 für Meinungsfreiheit, für Gerechtigkeit und ein Miteinander und eine, wie ich damals glaubte, Demokratie auf die Straße ging.
Tja, dann lieber solche Leute sperren als solche Kommentatoren. Ne? Das kann man überall äußern momentan. Ist schick, ist in Russenhass, Russophobie gelebt. Was sagte mal irgendwann, irgendwer, irgendwo, der Faschismus wird nicht wiederkehren und sagen, ich bin der Faschismus, er wird wiederkehren und sagen, ich bin der Antifaschist. Wir, die Friedensaktivisten in den Mahnwachen, wurden schon 2014 wohlwissend bekämpft, diffamiert, zersetzt von sogenannten Antifa-Gruppen. Alles junge Leute hatten keine Ahnung, zwischen 16 und 25. Greenhorns, würde man sagen, grün hinter den Ohren von irgendwelchen Leuten, komplett hirngewaschen und natürlich bezahlt, ein paar Euro dazu. Sollten sie unsere Veranstaltung stören, uns diffamieren, wo immer es ging, haben immer krampfhaft irgendwelche Neurechten gesucht. Neurechte und Antisemiten bei uns, obwohl da gar keiner war. Und wenn, dann wurden die noch reingeschmuggelt. Die üblichen Verdächtigen, die man braucht bei Spiegel TV und Co. Tja, so läuft's. Und es ist erschütternd, also als ich das las, der meint das ernst. Und ich kriege ja auch andere Kommentare, die nicht nett sind, von Russenhassern. Ja. Auch gegen mich, also da wird man ganz klar bedroht. Da muss man mit rechnen, dass jetzt demnächst mal irgendwas irgendwo passiert. Ja, wer weiß, wenn es dann irgendwann klingelt. Wie würdet ihr reagieren, wenn ein Familienmitglied von euch, so muss es ja auch bei der Gestapo oder Stasi gewesen sein, da klingelt es, wenn, dann ist Blaulicht vor der Tür und dann wird man abgeholt. Damals nicht mit Blaulicht, einfach abgeholt. Nehmen Sie Ihre wichtigsten Sachen mit, das, was du am Leibe hast und vielleicht noch, man tut so, nimm dir noch eine Zahnbürste mit, tut man so. Und dann wirst du abgeführt, weg. Und dann haben die Leute von ihren Verwandten und Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern nie wieder was gesehen. Die meisten wurden im KZ zu Tode gefoltert. Das ist so grauenvoll, wenn ihr das mal lest, was man mit Antifaschisten damals gemacht hat. Gefoltert, zu Tode gefoltert. Auf brutalste Art und Weise gibt es in Berlin mehrere antifaschistische Gedenkstätten. Müsst ihr mal hingehen. Sollte auch im Unterricht normales Programm sein, diese Gedenkstätten zu besuchen mit den Folterberichten der Nazis gegen Antifaschisten. Wer gegen das damalige System die damaligen Gesetze verstoßen hat, das war ganz legale Gesetze und das war der Staat. Wer gegen diesen war, den faschistischen Staat, der wurde eingesperrt, zensiert sowieso, eingesperrt, verboten und in letzter Konsequenz umgebracht. Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie, da kommt ja so etwas nicht vor. Ich möchte jetzt noch einen Tipp geben an solche Kommentatoren oder ähnlich denkende russophobe Russenhasser, die natürlich manipuliert wurden. Es gibt ein neues Buch, aktuell seit 2 Wochen auf dem Markt. Gestern habe ich dieses Exemplar bekommen. Ausnahmezustand, geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts von Wolfgang Bittner. Ganz tolle Bücher hat Wolfgang Bittner schon veröffentlicht. Großer, großer Denker. Im Zeitgeist Verlag rausgekommen. Sehr interessant, ich werde kurz mal die Innenseite und Rückseite des Buches vorlesen, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss. Na, das mache ich danach. Die Chancen, die sich aufgrund von Willy Brandts Entspannungspolitik für ein friedliches Miteinander in Europa und darüber hinaus ergaben, wurden verspielt. Besonnenheit, Anstand und diplomatisches Fingerspitzengefühl scheinen gänzlich abhandengekommen zu sein. Dagegen wurden die Möglichkeiten obrigkeitlicher Überwachung und Reglementierung radikal erweitert und verfestigt. In jüngerer Zeit erlebte die Bevölkerung während der von der WHO ausgerufenen Corona-Pandemie einschneidende Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte. So wurden die Friedensbemühungen früherer Generationen verraten und vergessen, viele der mühevoll erkämpften Rechte der arbeitenden Bevölkerung nach und nach abgebaut, schreibt Wolfgang Bittner. Dass es in den USA mit ihrer Aggressions- und Sanktionspolitik gelungen ist, Russland von Westeuropa zu trennen, noch dazu unter Mitwirkung der europäischen NATO-Staaten, ist eine Jahrhunderttragödie. Bekanntlich hat der russische Präsident Wladimir Putin jahrzehntelang intensiv für eine Kooperation und einen einheitlichen Wirtschafts- und Kulturraum von Wladiwostok bis Lissabon geworben, zum Beispiel
2001 in seiner denkwürdigen Rede im Deutschen Bundestag. Aber jede Annäherung wurde strikt unterbunden und Russland mehr und mehr von der NATO eingekreist. Die Folgen dieser verantwortungslosen Politik, die allein den Interessen der USA dient, trägt die Bevölkerung Europas diesseits und jenseits der neu geschaffenen Frontlinie. Die Welt steht Kopf. Wohin man blickt, Krisen, Konflikte, Kriege. Der Autor geht der Frage nach, ob es für diesen entsetzlichen Zustand Verantwortliche gibt und findet dazu deutliche Worte. Er hat zuvorderst die USA im Blick, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft mit aller Macht zu erhalten suchen. Dazu nutzen sie die NATO und ihre subversiven Netzwerke. Während Japan im Pazifik als Frontstadt gegen China aufgerüstet wird, dient Deutschland im Westen als Speerspitze gegen Russland. Die Bevölkerung wird nicht gefragt, vielmehr fehlinformiert und indoktriniert. Das trifft auch auf den Krieg in der Ukraine zu, dessen Vorgeschichte schlicht unterschlagen wurde. Wolfgang Bittner gibt Auskunft über geopolitische Situationen und stellt dar, warum Deutschland nach wie vor unter Vormundschaft der USA steht und wie die eigene Souveränität zurückgelangt werden könnte. Seit 2 Wochen auf dem Markt. Sollte man lesen, empfehle ich solchen Kommentatoren wie eben. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen, hat mir gestern der Zeitgeist Verlag empfohlen. Hier seht ihr das Buch, 2/3 weißes Papier, 1/3 grau. Was ist das? Was hat es mit dem grauen Papier am Ende des Buches auf sich? Es sind komplette Reden von Wladimir Putin ab Februar 2022. Scholz-Reaktion, Lavrov und Biden. Komplette Reden, chronologisch angeordnet, abgedruckt. Kann sich jeder wortwörtlich informieren, was die russische Seite gesagt hat und wie Deutschland, Scholz und Amerika, Biden, auf diese von Lavrov und Putin vorgetragenen Argumente reagiert. Sehr spannend, äußerst empfehlenswert für alle solche Leute, die meiner Meinung nach vom Weg der Wahrheitssuche abgekommen sind und einer einseitigen Berichterstattung auf den Leim gegangen sind, manipuliert wurden. Mit den 80 Methoden der Propaganda, das Buch habe ich letztens vorgeschlagen. Ich werde vielleicht jetzt jedes Mal noch ein paar, habe ich mir vorgenommen, in dieser Sendung noch mal hier und da einen kleinen Buchtipp machen. Das hat ja schon mein alter Vorreiter und Aufklärungskollege Ken Jebsen auf seinem Format KenFM getan. Schadet nicht, sich umfangreich zu informieren. Und dann kommen ja auch manchmal, übrigens witzig, dass ich habe jetzt noch Zeit, kommen ja manchmal auch so Kommentare, wie kürzlich wurde eine Bekannte von mir, die mich gepostet hat mit meinem Wir müssen miteinander reden Song, empfehle ich hier auf meiner Seite, das ist der erste Titel, Wir müssen miteinander reden, da sind auch Ausschnitte der Putin-Rede im Bundestag drin, die dann sagte, wie kannst du nur so einen Uwe Schattauer hier supporten? Hast du mal gelesen bei Wikipedia, was man über den schreibt? Und ich weiß, dass bei Wikipedia drin steht, dass ich antisemitische Netzwerke propagiere und zur neurechten Ecke gehöre. Es steht aber zum Beispiel nicht drin, dass ich 1,5 Abi habe in Greifswald. Super Abitur gemacht, war einer der Besten im Russischunterricht, hätte in Russland studieren können, wollte es nicht, weil er nicht in die kommunistische Partei eintreten wollte. Da steht nicht drin, dass ich 89 als Soldat in Uniform für die Freiheit und den Mauerfall demonstriert habe und mein Leben riskiert habe. Das steht da nicht drin. Das könnte ja positiv wirken auf Uwe Schattauer. Dass ich 2 Ausbildungen abgeschlossen habe komplett und eine Baufirma erfolgreich seit 18 Jahren leite. 2 große Plattenverträge. Doch, halt, Musik steht drin. Halt! Aber das andere nicht. 18 Jahre Baufirma steht nicht drin. Steht meine Diskografie. Hat nämlich mal ein Fan eröffnet bei Wikipedia den Link. Das steht drin, dass ich 2 große Plattenverträge hatte. EMI, Electrola und Polygram und einen Haufen Platten veröffentlicht habe, rausgebracht habe damals von 95 bis 97 und dann mein eigenes Label gegründet etc. Ihr wisst es ja. Will das nur kurz erwähnen, da glauben viele Wikipedia, ohne zu hinterfragen. Es ist nicht clever vom System, es wäre wieder eine neue einzelne Sendung, kann man beim nächsten Mal darauf eingehen. Doch, lasst mich beim nächsten Mal darauf eingehen. Es ist ein spannendes Thema, hoffentlich denke ich dran, nicht, dass wieder neue Dinge auf mich einprasseln. Das Thema Wikipedia und dieser Glaube, dass das die Wahrheit ist. Da gibt es Google und da gibt es Wikipedia von den westlichen, wie sagte Ernst Wolf,
nicht militärisch-industriellen Komplex, sondern mittlerweile ist es ja auch der Computer-Informationskomplex. Mir fehlen jetzt die Worte gerade. Manchmal habe ich so Wortfindungsstörungen. Ihr kennt mich. Das heißt, von dieser Seite, Google, dieser Komplex, der bestimmt das Wissen der Welt. Dort wird die Geschichte neu geschrieben, weil es gibt bei Wikipedia neue Fakten. Der, dem das gehört, schreibt ja wohl seine Ansicht der Geschichte. Wenn mir Google gehört, die westliche Welt gehört mit Google, dann schreibe ich doch wohl die Ansicht, die ich für richtig halte. Die westliche Welt, die amerikanische Seite der Geschichte und nicht unbedingt die chinesische, russische, iranische, koreanische und sonstige brasilianische und afrikanische Geschichte. Sondern wie ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf, Google, ich baue mir meine Welt und meine Geschichte, wie sie mir gefällt. Ich diffamiere, weil ich die Meinungshoheit habe, diffamiere ich auf Wikipedia unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit. Alles, was mir nicht gefällt, was mich stört, und heroisiere alles, was ich mag und was mir nützt. Wie kann man so leichtgläubig alles dort für bare Münze nehmen? Mittlerweile, die Leute informieren sich über Google. Google ist nichts anderes, als wenn der Nachbar schlecht über den anderen Nachbarn redet. Lass die Leute reden, hieß mal ein Lied. Google ist nichts anderes. Ich gehe doch nicht irgendwie, warte mal, das ist der Müller. Da habe ich was ganz Schlimmes gelesen. Wo denn? Na, bei Wikipedia. Schau mal rein, gehst zu Wikipedia. Müller ist böse, Müller ist schlecht. Und dann sagen Leute, wenn es da steht, dann glaube ich es. Wenn es im Fernsehen läuft, dann glaube ich es. Wenn es aus dem Volksempfänger bei den Nazis kommt, dass der Jude böse ist, dann ist er wohl böse, ne? Und wenn in der DDR stand, alle die kritisch sind gegenüber der kommunistischen Partei, sind böse, naja, dann glaube ich es doch, ne? Die sind doch alle böse, weil es kam ja aus den damaligen Medien, Fernsehen, Radio, da gab es ja noch kein Google. Und heute immer noch aus dem Fernsehen glauben die Leute, Tagesschau, Tagesthemen ist richtig, was die sagen. Russe ist böse, ne? Ist klar. Und Wikipedia ja nochmal. Also Wikipedia kann man nochmal nachlesen, dass der Russe böse ist. Und die Freunde Russlands sowieso und Neurecht und andere. Also da steht drin, wie man denken muss. Nicht jeder selbstständig denkt, dass jeder selbstständig denkt, seine Gedanken hat und sich erkundigt. Vielleicht mal klingelt, vielleicht mal Hallo sagt. Sind Sie Uwe Schattauer? Kann ich Sie mal was fragen? Stimmt das, was da steht? Nee, da werden andere verurteilt, die mich posten und... Weißt du, was das für einer ist, ohne mich je zu kennen? Meine ganzen Songs, meine Vita, meine Friedenslieder, Friedensaktivismus, alles, was ich seit 30 Jahren mache, wird nicht gefragt. Steht nur bei Wikipedia, oh, der hat eine Sache mal gepostet. Eine Sache von Hunderttausenden bis 1 Million Posts in 12 Jahren. Eine Sache. Sie suchen die Nadel im Heuhaufen vor 10, 12 Jahren. Was hat er da mal einmal bei so einer riesen Akte an Postings, hat er einmal was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Stimmt. Bereue den Post. Habe ihn damals gemacht von einem türkischen Kollegen als Empfehlung bekommen. Den kenne ich, ein alter Freund damals. Einen Fehler bei 1 Million Posts einmal daneben. Reicht, ne? Ja, klar, reicht, um jemanden zu diffamieren für die Ewigkeit. Ups, da ist mein Bild, mein Herz aus dem Bild gerutscht. Das war's. Viel zu lange heute. Wollte ich gar nicht. Eine Frage hätte ich dann noch, Folge 20. Wir sehen uns. Bleibt wachsam.